Ja, herzlichen Dank für diese Einladung zu einem Waldkongress, denn ich bin ja auch keine Waldexpertin, sondern Hydrologin. Und ich werde Ihnen heute einige generelle Informationen zum Thema die Ressource Wasser im Klimawandel, globale Entwicklungen und regionale Auswirkungen geben. Wenn wir das Wort Ressource verwenden, dann denken wir direkt an Wasser als ein Mittel für etwas. Ein Mittel, um eben den Wald wachsen zu lassen oder um eben die Menschen mit Wasser zu versorgen oder natürlich auch ein Mittel, ein Lebensraum für andere nichtmenschliche Lebewesen. Und wenn wir hier schauen, wo kommt überhaupt Wasser vor, dann haben wir hier den Boden, die ungesättigte Bodenzone oberhalb des Grundwasserspiegels. Dann haben wir Wasser im Grundwasser und dann Wasser in Oberflächengewässern wie eben Flüssen, Seen und Feuchtgebieten. Und die Funktion von Wasser im Boden, ich denke, die kennen Sie alle sehr gut, nämlich ist die Wasserversorgung für Pflanzen, also Photosynthese, Nährstofftransport, Hitzeschutz, Schutz gegen Waldbrände. Also ich befasse mich auch zurzeit mit einem Forschungsprojekt zu globalen Dürrevorwarnsystemen und da versuchen wir dann auch im Bodenwasserdürren in Zusammenhang zu bringen mit der Gefahr für Waldbrände. Und ich freue mich schon auf den Vortrag am Nachmittag zu Waldbränden. Gut, Wasser im Boden ist eben auch der Lebensraum für nichtmenschliche Lebewesen wie natürlich Regenwürmer oder Arthropoden. Und Wasser im Grundwasser, da geht es vor allem auch um die Wasserversorgung von uns Menschen, also Wasser als auch eine Ökosystemdienstleistung. Also Nutzung für Haushalts- und Industriewassernutzung. Global, nicht in Deutschland, die größte Wassermenge geht in die Bewässerung, also 70% der Wasserentnahmen weltweit gehen in die Bewässerung. In Deutschland sind es vielleicht 5%, das zeigt auch, das werden Sie in Zukunft in den nächsten Folien auch sehen, wie anders eben die Wassersituation ist eigentlich wie in vielen Ländern, also in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und Wasser im Grundwasser ist natürlich auch ein Lebensraum für Tierchen, das darf man auch nicht vergessen, aber da denken wir natürlich vor allem an Oberflächengewässer, wenn wir an Lebensraum für Tiere denken. Und hier im Waldkongress werden sich viele Vorträge zu dieser Funktion oder zu diesem Mittel, das das Wasser bietet, gehen, Wasserversorgung für Pflanzen im Wald. Aber wir werden auch im nächsten Vortrag direkt eben Wasser im Grundwasser in den Blick nehmen. Da geht es eben darum, die Ökosystemdienstleistung, die das Wasser für die Trinkwasserversorgung bietet. Ressource Wasser, vielleicht für den Wald, aber umgekehrt ist auch der Wald ein Mittel, um den globalen Wasserkreislauf eben in Schwung zu halten, sagen wir mal so. Also die Ressource Wald bietet im Vergleich zum Acker und zur Wiese ein anderes eben Verhalten, das eben zu einer anderen Aufteilung oder Wasserfluss im globalen Wasserkreislauf führt. Im Vergleich zu Acker und Wiese haben eben Wälder führen zu mehr Evapotranspiration durch Verdunstung einerseits im Kronenraum direkt, aber auch durch tiefere Wurzeln. Es gibt weniger Abfluss, dann muss man auch sagen, also unter Wald wird erstmal weniger Wasser neu gebildet, das dann wiederum eben auch genutzt werden könnte für uns Menschen. Vorteil ist des Waldes, dass man immer ein niedriges Verhältnis hat vom schnellen Oberflächenabfluss zum Gesamtabfluss, dadurch, dass der Wald im generell, sagen wir mal, im Allgemeinen mehr Infiltration bietet und auch Wasserrückhalt im Vergleich jetzt zu Ackerwiesen oder gar Brachflächen. Insgesamt aber muss man doch auch sagen, es gibt eben auch meist weniger Grundwasserneubildung im Wald als unter Acker und Wiese, es sei denn eben der Oberflächenabfluss in dem Nichtwald ist dann besonders groß. Im Kongress wiederum finden wir jetzt diese Funktion des Waldes für den Wasserkreislauf in dem Vortrag von Herrn Frauenberger, wo es ja darum geht, dass gerade in Zeiten von steigenden Starkregenereignissen eben der Wald einen besonders guten Wasserrückhalt liefert. Gut, gehen wir jetzt zu meinem eigentlichen Thema Klimawandel und Wasser. Erstmal ganz kurz gefasst aus dem letzten IPCC-Bericht. Ich hoffe, es ist nicht alles für Sie schon bekannt, aber als Zusammenfassung kann man ganz deutlich sagen, es ist immer besser belegt, dass der globale Wasserkreislauf sich mit steigenden Temperaturen und Treibhausgasemissionen intensiviert und intensiviert heißt beschleunigt. Es geht alles schneller. Deswegen wird auch mehr aus den Ozeanen
evaporiert und damit steigt global betrachtet der Niederschlag. Aber natürlich in vielen Regionen wird er auch weniger werden. Es ist also eine Umverteilung, obwohl es global mehr wird. Und dann muss man sagen, es genügt eben nicht, wenn man auf die Wasserverfügbarkeit schaut, nur auf den Niederschlag zu gucken. Denn auch in Regionen mit zunehmendem Niederschlag kann eben durch die erhöhte Evapotranspiration der Abfluss und damit die Wasserressourcen geringer werden und auch die Bodenfeuchte abnehmen. Ganz zentral mit dieser Intensivierung kommt eine steigende Variabilität des Klimas, des Wetters. Das heißt, Niederschlag und auch Durchfluss in den Flüssen werden immer variabler und zwar auf ganz verschiedenen Zeitskalen, von Tag zu Tag, von Jahreszeit zu Jahreszeit und auch zwischen den Jahren, also die interannuelle Variabilität, wird immer größer. Das gilt jetzt nicht in jedem einzelnen Gebiet dieser Erde, aber in den meisten. Gut, auch ganz klar denke ich allen, dass je mehr Treibhausgase wir emittieren, desto stärker werden die Änderungen, die wir zu erwarten haben, in welche Richtung auch immer. Und Änderungen sind schon die Hauptprobleme des Klimawandels. Manchmal ist die Richtung gar nicht so das Entscheidende, sondern die Ökosysteme und wir Menschen haben uns an ein bestimmtes Klima gewöhnt. Darauf sind alle unsere Infrastrukturen eingerichtet und jede Änderung ist an sich ein Problem. Und deswegen, je mehr Emissionen wir haben, desto stärker werden die Änderungen. Und desto größer werden die Probleme. Also Klimaschutz, ganz klar. Und werden wir eigentlich sehr gut wissen, in welche Richtung jetzt tendenziell eben die Klimaänderungen gehen und die möglichen Folgen, ist eben eine genaue quantitative Bestimmung aufgrund der Komplexität des Erdsystems wirklich nicht möglich. Und ich werde auch im zweiten Teil meines Vortrags eben über diese Quantifizierung und den Umgang mit den Unsicherheiten sprechen, also eher was methodisch Ihnen dann noch in die Hand geben. Aber im Tendenzen, viele Tendenzen sind schon sehr abgesichert und das kennen Sie sicher auch. Alle gehen inzwischen davon aus, dass in Mitteleuropa die Sommer tendenziell trockener werden, dass eben die vergangenen Jahre zwar besondere Dürrejahre waren, aber schon eben mit dem Klimawandel auch häufiger zu erwarten sind und die Winter vielleicht schon auch ein bisschen feuchter werden. So, und jetzt gehe ich auf den globalen Blick und globale Verteilungen und wir gucken jetzt an zwei Folien erstmal auf beobachtete Änderungen, also die Vergangenheit. In der Vergangenheit, das sind jetzt auch Abbildungen aus dem letzten Bericht des Weltklimarats, da gucken wir jetzt erstmal auf die Bodenwassertrockenheit. Was wurde da bereits beobachtet in der Vergangenheit, also den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren, hier seit den 50er Jahren, also dann sind es ja schon 70 Jahre. Sie sehen hier diese Waben, das steht für Weltregionen, WZE, Western and Central Europe, das sind wir. Und überall dort, wo diese Waben braun sind, da hat man beobachtet, dass eben Bodenwasserdürren seit den 50er Jahren zugenommen haben. Und in diesen Sternchen, die zeigen das Vertrauen in den Beitrag des Menschen. Und dass eben diese Abnahmen, das tatsächlich eben mit dem Klimawandel zu tun haben, das ist besonders deutlich im Mittelmeerraum. Sie wissen auch, dass dort eben diese Abnahmen viel, viel stärker sind, wie das, was wir vielleicht bei uns im Sommer dann sehen. Aber Sie sehen eben, in vielen Regionen werden diese Zunahmen der Bodenwasserdürren wurden beobachtet, nur in einer eine Abnahme und in vielen Gebieten kann man das jetzt nicht so genau sagen. Also das ist sicherlich für Wald sehr relevant. Genauso relevant kann man sagen jetzt für Wald, aber umgekehrt eben jetzt wieder die Funktion des Waldes für den Wasserkreislauf ist eben, wenn man sich jetzt die beobachteten Änderungen der Starkregenereignisse anschaut und überall wo eben diese Waben grün sind, wir sind wieder hier, da hat man eben in der Vergangenheit seit den 50er Jahren eine Zunahme der Starkregenereignisse, statistisch signifikante Zunahme der Starkregenereignisse sehen können. Und Sie sehen, da gibt es nirgendwo eine Abnahme und aber in vielen Gebieten eben noch nichts Auswertbares. Das liegt teilweise natürlich auch an einem Mangel von Beobachtungen mitten in Afrika zum Beispiel. Gut, das ist das, was wir eben beobachten und diese Tendenzen werden sich auch in die Zukunft fortsetzen, das ist klar. Jetzt gucken wir aber ein bisschen konkreter noch auf die tatsächlich quantitativen Prognosen der zukünftigen Klimaentwicklungen, wie sie jetzt aus Klimamodellen berechnet werden. Und ich sage Klimamodelle in Mehrzahl, weil Sie sehen hier eine Zahl, 38, 32 und so weiter.
Also diese globalen Abbildungen, die Sie sehen, sind die Ergebnisse eines Ensembles, also einer Gruppe von insgesamt in dem Fall 38 Klimamodellen, die alle das Gleiche ausrechnen, nämlich hier, wie wird sich die langjährige mittlere Niederschlag sich entwickeln zwischen 1995 bis 2014 und dem Ende dieses Jahrhunderts, wenn wir, das ist hier verknüpft, also hier versteckt 4.5, das ist so ein mittlerer Treibhausgasemissionspfad. Nicht einer, der uns zu 2 Grad führt, nicht einer, der uns zu 4 Grad führt, sowas in der Mitte. Also 32 Klimamodelle haben eben das ausgerechnet und Sie sehen, was Sie hier sehen, ist, was die im Mittel dann berechnen. Genau, und Sie sehen hier in Blau eben Zunahmen, prozentuale Zunahmen, hier sehen Sie die Zahlen, und eben der Mittelmeerraum, da ist eben sind sich im Mittelwert die Klimamodelle einig, eigentlich alle, dass eben der Niederschlag abnimmt, und es wurde heute ja schon erwähnt, der Amazonas, der jetzt diese Dürreereignisse hatte, leider Gottes, das ist wirklich für das globale Klimasystem äußerst beunruhigend, da sind sich eigentlich auch die Klimamodelle einig, dass der Niederschlag runtergeht. Gut, also, was man jetzt, also das war der Niederschlag und jetzt sehen Sie hier die Evapotranspiration, also die Verdunstung über die Pflanzen und direkt aus dem Boden und dem Wasser, und da sehen Sie eben durchgehend eigentlich, dass die Evapotranspiration zunehmen wird, außer vielleicht in Gebieten, wo eben auch der Niederschlag stark zurückgeht. Hier Runoff, das sind dann die erneuerbaren Wasserressourcen, also das Maximum, was eben für Mensch und Natur in flüssigem Wasser, im Boden und Grundwasser zur Verfügung steht. Und da sehen Sie schon eben auch ein Bild hier, der Mittelmeerraum braun und der Amazonas. Aber dann sehen Sie hier, was ist in Weiß gehalten. Also in Weiß gehalten sind die Gegenden, wo manche Modelle sagen, es wird mehr und andere Modelle sagen, es wird weniger. Wo sich also die Modelle in der Richtung der Änderung nicht einig sind. Und da sehen Sie eben zum Beispiel hier in Mitteleuropa, ist eben, wo wir jetzt sind, sowohl bei Niederschlag als auch bei dem Abfluss, bei den erneuerbaren Wasserressourcen, sind sich die Modelle in der Richtung nicht einig. Das liegt allerdings auch daran, dass bei uns eben vergleichsweise mit anderen Regionen dieser Erde geringe Änderungen erwartet werden. Also wenn wir doch die Dramatik sehen, die im Stadtwald passiert, aber im Vergleich zu dem, was in anderen Weltregionen passiert und Weltregionen, die keinerlei Beitrag zum Klimawandel geleistet haben, dann leben wir hier schon ein bisschen wie im Auge des Orkans. Das muss man immer ins Verhältnis setzen, finde ich. Also deswegen machen wir auch diese globalen Bilder. Gut, und was Ihnen jetzt vielleicht auffallen wird, ist, wenn wir jetzt zum letzten Karte gehen, das ist jetzt die Bodenfeuchte. Ne? Und da sehen Sie, dass ein sehr braunes Bild im Vergleich zum Niederschlag. Ne? Also eigentlich weltweit, außer in manchen Regionen, wird eben die Bodenfeuchte im Mittel zurückgehen, weil eben die Evapotranspiration zunimmt. Also obwohl es im globalen Mittel mehr Niederschlag gibt, auf den Landflächen der Erde wird die Bodenfeuchte, ist prognostiziert, dass sie zurückgehen wird, aber Sie sehen hier in Deutschland eben weniger wie in vielen anderen Gebieten auch dieser Erde. Und das ist mehr oder weniger das Bild für eine 3-Grad-Welt, 3 Grad über vorindustriellen Temperaturen. Wenn wir das schaffen noch, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, dann sind einfach diese prozentualen Änderungen etwas kleiner. Die räumlichen Muster bleiben eigentlich erhalten. Ja, das waren jetzt langjährige Mittel, wie sich die langjährigen Mittel ändern, also über 30 Jahre oder 20 Jahre. Und was aber interessant ist, ist auf diese Variabilitäten zu gucken. Also hier sehen Sie die Änderung der Häufigkeit einer Bodenwasserdürre, die unter vorindustriellem Klima, also 1850, einmal alle 10 Jahre aufgetreten ist. Also eine Dürre, die so stark ist, dass sie einmal in 10 Jahre auftritt. Wie wird die sich eben bei verschiedenen globalen Erwärmungen entwickeln? Das ist hier für die Sommerdürren und für die Winterdürren. Wir gucken einfach mal auf die 2 Grad. 1,5 ist ja schon nicht mehr sozusagen. Das ist das, was wir jetzt haben. Und dann sehen Sie eben, so ein mittleres Braun bedeutet, dass eben die Dürre, die vorindustriell einmal in 10 Jahren auftritt, vielleicht dreimal in 10 Jahren auftritt. Ne, also alles, was braun ist, diese Dürren treten dann häufiger auf, in anderen Gebieten weniger häufig, in Blau, aber es gibt wenige, und alles, was gestreift ist, sind sich eben die Modelle uneins. Und für Deutschland, wenn wir hier gucken, sind sich eben die Modelle uneins, bei 2 Grad,
aber bei 4 Grad globaler Erwärmung sind die Modelle einig darüber, dass es eben, sagen wir mal, um 3 oder 4 Mal dann häufiger werden diese Bodenwasserdürren auftreten als zuvor industrieller Zeit. Im Winter passiert nicht sehr viel hier in Mitteleuropa. Ja, also mittlere Änderungen anschauen, aber eben auch die Änderung der Variabilität anschauen, ist wichtig. Und den Rest des Vortrags will ich mit mehr quantitativen, also methodischen Fragen mich befassen und Ihnen erläutern, wie denn jetzt die potenziellen, weil unsicheren Auswirkungen der Gefahren, der Auswirkungen des Klimawandels oder der Gefahren des Klimawandels für die Wasserressourcen am besten eben quantitativ abgeschätzt werden. Und ich sagte ja Ihnen schon, man muss eben viele Modelle verwenden, um eben dieses unsichere Wissen dann auch gut zu repräsentieren. Und dann muss man sich im nächsten Schritt überlegen, was mache ich dann damit, dass eben man es nicht so genau weiß, was die Zukunft bringt. Also im ersten Schritt werden eben globale Modelle verwendet, um die historischen und zukünftigen Klima in den verschiedenen, abhängig von verschiedenen Emissionsszenarien, zu berechnen. Und dann ist es aber so, dass eben zum Beispiel Klimamodelle haben eine sehr grobe Auflösung, vielleicht 100 mal 100 oder 200 mal 200 Kilometer. Und dann kann man die Klimamodellergebnisse als Eingabegrößen für andere Modelle, vielleicht mit der höheren Auflösung verwenden oder eben auch Modelle, die andere Dinge ausrechnen können, wie zum Beispiel Grundwasserneubildung können jetzt Klimamodelle nicht berechnen oder andere Größen wie landwirtschaftliche Erträge auch nicht. Und dann macht man eben Folgendes, das ist der Stand der Forschung, dass man eben die Ergebnisse von Klimamodellen, wie sich eben Klimagrößen wie Niederschlag, Temperatur entwickeln werden, in andere Modelle, sogenannte Impact-Modelle, einfüttert. Und die werden dann rechnen diese Impact-Modelle eben aus, wie sich die Grundwasserneubildung zum Beispiel verändert. Die rechnen dann für jeden Tag aus zwischen 1901 und 2100 die Grundwasserneubildung. Und das sind aber dann eben viele verschiedene Modellkombinationen und dann würden also die gleiche Sache von ganz verschiedenen Modellkombinationen berechnet und dann sieht man eben, was ist die Spannweite der möglichen Zukünfte. Also das ist die Grundidee. Und als ein Beispiel man kann zum Beispiel 4 globale Klimamodelle, deren Output verwenden für jedes Emissionsszenario und in 8 globale hydrologische Modelle werfen. Warum nenne ich das? Weil wir eben auch ein globales hydrologisches Modell betreiben. Und dann hat man insgesamt 32 Modellkombinationen, die einem eben eine Spannweite der möglichen Zukünfte der Grundwasserneubildung bieten, hier mit einer Auflösung von etwa 50 mal 50 Kilometer für alle Landflächen der Erde. Und was dann zum Beispiel rauskommt, ist jetzt Folgendes. Wenn Sie jetzt hier sich anschauen, Europa, wir zoomen jetzt schon ein bisschen rein. Das ist das Emissionsszenario 2.6 mit dem 2-Grad-Ziel und 8.5 ist, wo wir dann Ende des Jahrhunderts landen bei etwa 4 Grad. Und normalerweise, auch in den IPCC-Berichten, sehen Sie immer nur dieses mit den mittleren Wert, also den Median, das 50er Perzentil. Aber es gibt ja, und da sehen Sie zum Beispiel klar, bei 2 Grad haben wir weniger Änderungen als bei immer 4 Grad Welt, mit hier ganz typisch im Norden von Europa mehr Grundwasserneubildung, im Süden hier deutlich, deutlich weniger und Deutschland ist immer so ein bisschen in der Mitte. Genau. Aber das ist jetzt sozusagen, 50% aller Modelle haben eine geringere Änderung und 50% eine höhere Änderung. Und es ist deswegen ist es, wenn man eben jetzt wirklich diese Modelle als Informationsquelle nutzen will, eigentlich besser, man schaut sich wirklich die Spannweite an. Und das wird eben auch weil es eben doch ein bisschen aufwendig ist, selten gemacht. Und das ist aber das, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte mit dem Vortrag. Nämlich, dass man zum Beispiel guckt auf die Änderungen, die von 10% aller Modelle zumindest berechnet werden. Also Sie sehen sich hier, der Mittelwert ist eben hier für Deutschland, es ändert sich so gut wie nichts mit der Grundwasserneubildung, zumindest bei 2 Grad, aber 10% aller Modelle sagen eben eine deutliche Abnahme bis zu minus 25% voraus, jetzt nach diesem Modellensemble. Ne? Und natürlich im Süden noch viel stärker. Das heißt also, wir haben ja eigentlich auch in der EU und in Deutschland das Vorsorgeprinzip. Das heißt, wir sollten uns eben auf
Dinge einstellen, nicht die vielleicht in der Mitte aller Wahrscheinlichkeiten ist, sondern vielleicht an eben die, so ein gewisses Worst-Case-Szenario. Das ist immer noch nicht Worst-Case, ist ein P10, kein P1 oder so. Und deswegen denke ich, ist es sinnvoll, wenn Sie sich eben befassen mit, was sind eben die potenziellen Risiken des Klimawandels, dass Sie nicht auf die Mittelwerte nur gucken, sondern im Sinne des Vorsorgeprinzips eben sozusagen auf die schlechteren, ungünstigeren Ergebnisse, die eben durch Modelle berechnet werden können. Und das haben wir auch gemacht, als wir eben einen partizipativen Prozess im Biosphärenreservat Rhön gemacht haben, zur Anpassung an den Klimawandel im Bereich Wasserversorgung aus Grundwasser und für die aquatischen Ökosysteme in den hohen Gebieten im Biosphärenreservat. Da haben wir tatsächlich einfach diese Multimodell-Ensembles genommen, die eben auch kostenlos zur Verfügung stehen. Also es gibt diese Berechnungen für die ganze Welt, im Rahmen von EasyMIP. EasyMIP ist eine Initiative, die vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo wir dann später auch den Vortrag von Frau Tönige hören, betrieben wird. Und da werden eben bereitgestellt viele, viele Modellergebnisse von Impact-Modellen, wie zum Beispiel eben, wie sich landwirtschaftliche Erträge ändern, aber eben auch Waldwachstum oder eben Wasserressourcen. Und diese Multimodell-Ensembles, die da kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die kann man eben dann verwenden, um auch lokale Anpassungsmaßnahmen sich zu überlegen. Und was wir da eben gemacht haben im Biosphärenreservat Rhön war, dass wir uns eben diese Ergebnisse angeschaut haben für die paar Kästchen, die das Biosphärenreservat abdeckt. Und dann haben wir jeweils gezeigt, ich zeige Ihnen die Ergebnisse, das ist jetzt erst nur mal das, was eben die Darstellungsweise, in sogenannten Perzentilboxen. Und das heißt eben hier, das ist dann, hier in der schwarzen Linie zeigt eben den Median der Änderungen, wo im 50% der Modelle eine geringere Abnahme und 50% eine höhere Abnahme, also eine höhere Zunahme, also eine Zunahme sehen. Und dann P10 ist eben dieses untere Teil, das ist eben der Wert, der eben überschritten wird von 10% aller Modelle, also eine Abnahme. Und jetzt nur als ein Fokus hier, um das Ihnen zu zeigen, was ganz typisch auch ist, für das hier zeigt, wie sich der Gesamtabfluss, also die erneuerbaren Wasserressourcen, in der fernen Zukunft bei hohen Emissionen in dem Biosphärenreservat ändern würden. Und Sie sehen, der Median, der landet bei 0%. Und wenn Sie nur auf den Median sehen würden, dann würden wir denken, oh, es tut sich ja gar nichts. Aber es gibt natürlich Modelle, die sagen, oh, es wird zunehmen, es gibt Modelle, die nehmen ab. Und wenn man sich dem dieses P10 anschaut, dann sieht man eben, dass 10% aller Modellkombinationen eine Abnahme von mehr als 20% vorhersagen. Und im Sinne von Vorsorgeprinzip sollte man vielleicht sich besser darauf einstellen. Vielleicht noch extremer ist hier unten die Grundwasserneubildung. Das ist die jährliche Grundwasserneubildung und hier die im Sommer. Und unsere Stakeholder im Biosphärenreservat, die haben aufgrund dieser Bilder dann entschlossen, dass sie sich eben auf die Grundwasserneubildung, die kritische Situation der Grundwasserneubildung im Sommer fokussieren, gerade weil die auch sehr kleine Grundwasserleiter haben. Und da sehen Sie eben, der Median der Modelle prognostiziert vielleicht eine Abnahme von 20%, aber 10% aller Modelle prognostizieren sogar eine Abnahme von mehr als 50%. Genau. Also würde ich dann nochmal damit schließen, wie sollen wir eben mit diesen unsicheren Prognosen, die aber einen ganz hohen, also Informationsgehalt haben, wie sollen wir damit umgehen? Also eben nicht sagen, oh, alles hat alles so viele Unsicherheiten, da können wir jetzt gar nichts mit anfangen, sondern wie kann ich eben tatsächlich diesen Informationsgehalt nutzen, um mich eben anzupassen an Klimafolgen bezüglich Wasserressourcen, aber eben auch Baumwachstum oder landwirtschaftliche Erträge oder. Also, man sollte wirklich eine Analyse der potenziellen Änderungen problemspezifischer Variablen machen, also wie schon gesagt, Grundwasserneubildung oder auch eben Pflanzenwachstum, die eben aus einem Multimodell-Ensemble rauskommen, weil immer ein Modell, selbst wenn es gut an ihre lokalen Bedingungen angepasst ist, nicht gut in der Lage sein muss, auch die Klimawandelfolgen zu berechnen. Also Multimodell-Ensembles anschauen, die mehrere Klima- und Impact-Modelle befassen, die eben frei verfügbar sind das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung unter der Initiative EasyMIP.
Und dann sollte man sich eben nicht nur den Mittelwert der Ergebnisse anschauen, was eben oft gemacht wird, weil es auch eben einfach ist, dazu Karten zu malen, sondern sich eben insbesondere die Spannweite der Modellergebnisse anschauen und dann je nachdem, was einen sozusagen Probleme bereiten wird in der Zukunft, eben auch schauen, wie risikoavers man vorgehen möchte. Geht man Risiken ein oder möchte man sich absichern? Und wie schon gesagt, das Vorsorgeprinzip, das eigentlich bei uns herrscht in Deutschland und Europa, sagt, man soll sich doch auf extreme Änderungen einstellen, um eben, wenn man das dann schafft, sich anpassen zu können. Das wäre also das Vorsorgeprinzip, legt eben nahe, sich eben auf extremere Änderungen als den Median einzustellen. Als Beispiel nochmal, damit ich jetzt mit größer und kleiner, ist da immer ein bisschen schwierig, also ist zum Beispiel die Abnahme einer Größe problematisch, zum Beispiel bei der Grundwasserneubildung oder auch der Bodenfeuchte, dann ist es besser, sich an das 10. Perzentil anzupassen, als eben an das 50. Perzentil, also den Median oder den Mittelwert. Gut, ich hoffe, ich habe Sie nicht mit meinen methodischen Erläuterungen zu sehr gelangweilt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, ganz herzlichen Dank, Frau Döll. Ich glaube, Sie haben damit niemanden gelangweilt. Ich glaube, das war eher eine sehr eine erhellende Einsicht. Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wie sollen wir zum Beispiel in den Medien über diese Unsicherheiten geschickt berichten, wo wir doch auch bei Corona gemerkt haben, Unsicherheit kommt in der Bevölkerung nicht so gut an. Man möchte ganz gerne klare Aussagen haben. Ja. Haben Sie einen Tipp? Oder es betrifft ja nicht nur die Medien, betrifft ja auch die Umweltpädagogik beispielsweise und jede Situation, wo auch Fachleute eben mit der Bevölkerung kommunizieren darüber. Also ich denke eigentlich, also ich habe auch eine Publikation geschrieben, die heißt Embracing Uncertainty. Embrace heißt ja, ich umarme die Unsicherheit. Also ich denke, dass wir eben auch die Medien dazu einen Beitrag leisten müssen, dass wir lernen, mit Unsicherheiten besser umzugehen, also nicht zurückzuschrecken, weil diese Unsicherheiten, die haben wir uns jetzt beim Klimawandel wirklich eingehandelt und da kommen wir auch nicht raus. Also man kann jetzt auch nicht erwarten, dass in den nächsten Jahren die Klimamodelle und die anderen Modelle besser werden, sodass die Unsicherheiten weniger werden. Man hat also gesehen, dass mit den verschiedenen Klimamodell-Generationen die Spannweite nicht kleiner wurde, was sich die Klimamodellierer gewünscht haben, aber es ist nicht so, weil immer mehr Prozesse dazugekommen sind, was auch wichtig ist, wie zum Beispiel die Atmosphäre mit den Pflanzen interagiert, aber die Unsicherheit wird nicht weggehen und die Medien müssen dann noch geeignete Wege finden, um eben das auch zu zeigen. Und wie man halt, ich habe ja versucht, jetzt so einen Umgang zu zeigen, zu sagen, Vorsorgeprinzip ist etwas, was die Leute, was man versteht, was wir ja auch haben wollen. Und das bedeutet eben, wir gucken nicht auf die Mittelwerte, sondern wir gucken auf die, in dem Fall die P10. Und das ist eben sozusagen, dann nutzen wir tatsächlich die viele, viele Forschung, die da in diese Klimamodelle zum Beispiel reingegangen ist. Wenn Sie denken, 38 Klimamodelle werden weltweit entwickelt. Also diese Informationen nutzbringend einzusetzen, ich glaube, das ist das, was ich gerne hätte, was die Medien wie auch immer dann schaffen sollen, das zu vermitteln. Ich nehme auf jeden Fall diesen Lesetipp mal mit für mich. Frage aber natürlich auch ans Publikum. Gibt es bei Ihnen Fragen an dieser Stelle? Noch möglicherweise noch eine Verständnisfrage, Frage um Präzisierung? Genau. Kommen Sie gerne an das Mikrofon. Moment. Oh, hört man mich? Ja. Monika Peukert, Frankfurt, Biologin. Und eine Frage zu den weltweiten Modellen. Ist da für Europa das Versiegen des Golfstroms mit irgendwo drin? Also bis zum Ende dieses Jahrhunderts sagen eigentlich keine Klimamodelle ein Versiegen des Golfstroms voraus. Und dann, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist nicht das, was standardmäßig vorhergesagt wird. Gibt es weitere Fragen an dieser Stelle? Ja, dann Herr Doppel, Sie müssen leider auch zum Mikrofon kommen. Das tut mir leid. Das ist der Teil, der von der AOK finanziert wird. Frau Professor Löll, Sie haben deutlich gemacht, dass die Modelle sagen, die Trockenperioden, die Trockenjahre werden zunehmen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Sie haben auch Zahlen grob genannt, vielleicht 3 pro Jahrzehnt oder 4 pro Jahrzehnt. Wie sieht es aber aus mit den Starkregenereignissen im Winter? Werden die in gleicher Weise zunehmen oder können wir da eher beruhigt sein? Nee,
Also Starkregenereignisse haben ja in der Vergangenheit schon zugenommen, hat ja diese Folie gezeigt. Und das, die werden auf jeden Fall zunehmen. Also das sind sich auch eigentlich, außer in Gegenden wie im Mittelmeerraum, wo überhaupt der Niederschlag runtergeht, werden sich, also dort, wo die Niederschläge mehr oder weniger gleich bleiben oder ein bisschen zunehmen, werden sich die Starkregenereignisse auf jeden Fall verstärken noch. Quantitativ sind sich die Klimamodelle auch wiederum uneins, wie stark jetzt, es ist halt auch sehr schwer, das zu rechnen, aber die Tendenz ist da ja völlig klar. Gut, ich sehe für den Augenblick keine weiteren Meldungen. Die nächste Kaffeepause wirft ja auch schon langsam ihre Schatten voraus und Frau Döll ist dann auch gerne ansprechbar. Ja, gerne. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich an dieser Stelle. Petra Döll! Ja.